Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Gaiana Sisters Special Edition. Wir haben uns jetzt schon bis zur Stage 13 durchgekämpft und hier setzen wir dann auch wieder an und schauen mal, was uns hier so alles passiert. So, hier haben wir wieder die obligatorischen Eulen und diese komischen... Wie wollen wir sie eigentlich nennen? Pfannekuchen? Okay, Basti, mach keine Aufnahmen, bevor du gefrühstückt hast. Das kommt nicht so gut. Das kommt nicht gut. Aber was ist das denn hier für Crap? Okay, hier müssen wir, glaube ich, wieder pixelgenau arbeiten. Genau. Diese chinesischen Statuen? Auch das habe ich erst durch Dorsten sein Let's Play erfahren, weil ich konnte mir irgendwie so gar nichts darunter vorstellen. Und er hatte Kontakt mit dem Hackersteller von 7A3, mit dem Merlin. Der hat ihn dann aufgeklärt, was das sein soll. Ja, der gute Doschen hat Connections. Kann man mal sehen. So, weiter geht's. Bin mal gespannt, was uns jetzt hier so in diesem Part alles so widerfahren wird. Was ist das denn? Da muss ich wahrscheinlich einen Weitsprung machen. Nee, da wäre mir jetzt aber ein Loch lieber gewesen. Und jump! Ah, easy peasy. Wow. Ist die Musik anders? War da irgendwas an der Musik anders? Oder täusche ich mich da jetzt? Na gut. Wahrscheinlich täusche ich mich. Muss ich mir nochmal anschauen? So. Ja, nicht mit mir. Nicht mit Gaiana. Geht gar nicht. So. Ach du Scheiße. Nee, so ist es ja nicht. Aber wie gesagt, im Vergleich zu den Hacks ist das hier Kindergarten-Niveau eigentlich. Gerade diese Gaiana Sisters 2 Hacks auf dem C64. Ja, da geht einiges an Schwierigkeit. Dass das hier natürlich. So. Gut. Geschafft. Gott sei Dank. Stage 14 schon. Mann, das rennt ja hier. Von, ich glaube, 32 Leveln. So, was machen wir denn hier? Krabbensuppe, das wär's doch mal. Ach ja, habe ich sogar da. Ja. Oh nee, das ging nicht gut. Das konnte nicht gut gehen. Na dann. Auf ein neues. Aufpassen. Und rüber. Böse Kiste hier. So. Die Eulen können wir ja bashen. Die Eulen Eulen. Aber wir können diese Kram nicht bashen. Genauso wie diese komischen Dinger hier. Zum Glück kommen jetzt hier noch keine Hummeln. Denn ich glaube, das wäre ja ganz schön mies. Aufzug und geschafft. Wunderbar. Tolle Sache. So. Und go. Sind das Panzer? Nein. Ach, herrlich. So. Hier haben wir wieder Mr. Dragon. Müssen wir wieder geschickt timen. Komm schon.
Nein! Nein! Ein Pixel! Hat er mich erwischt, der Sack. So. Komm schon. Du Ratte mit deinem Schweif. Da springe ich hier so skillig hier lang, ja. Und dann macht er mich alle. Macht er mich einfach alle. So. Mann. Oh Gott. Durch. 17. Alter Walter. So. Und zack. No way. Okay. Dann sehen wir uns gleich wieder, aber nicht in Welt 20. Nein, no way. So, und damit wieder willkommen zurück in Welt 17. Ein bisschen aufpassen jetzt hier nicht, dass wir hier nicht irgendwie aus Versehen wieder nicht wahr? Skippen. So, 17. Hier haben wir wieder lauter kleine Panzerchen. So, jetzt habe ich allerdings vergessen, wo der Skip-Point war. Der war gut. So, aber ich glaube, an dem sind wir schon vorbei. Alter. So, komm. Und platt. Platt ist er. Super. Haben wir es geschafft. Stage 18, Freunde. Boah, bisher ist es jetzt hier im Moment noch ein bisschen unspektakulär, ebenso typisch Giant Sisters Level. So. Aber unspektakulär ist ja das ganze Spiel nicht. Denn das Spiel ist und bleibt ein Klassiker, wie es im Buche steht. So. Hier ist ganz schön was los, ne? Hatte ja gesagt, wie gesagt, wenn wir einen Warp-Block andotzen, dann werden wir auf keinen Fall in dem Level weitermachen. Und dann hier habe ich halt die Möglichkeit, die Level zu skippen und es dann so bequem wie möglich hinzubringen. So. Was haben wir denn jetzt hier? Nur Diamanten. Nur Diamonds. Diamonds are Gianna's best friend. Meint das ja sowieso. Oh, fieser Sprung. So. Und fieser Sprung. Nee, das war nicht gut. Das war ein ganz klein wenig unüberlegt. So. Nee. Das hat aber eben besser funktioniert, Freunde. Nee, ich muss weiter ausholen. Also das da von der Ecke abspringen, das funktioniert so gar nicht. Oh, ist das mies. Das war echt gut Glück, ne? Fiese Stelle. Nee, so funktioniert's auch nicht. Lol. Wie soll ich denn da jetzt drüber kommen? Hä? Okay. Sehr witzig. Muss doch möglich sein, verdammt nochmal.
Das habe ich aber jetzt so nicht in Erinnerung. Das habe ich so nicht in Erinnerung. Das hat er schon. Das hat er schon. Das ist ja dieser gemeine Stelle ist das. Überleg mal. Wir hätten jetzt nicht unendlich viel Leben. Und da kommt nochmal so ein scheiß Ding. Freue ich mich jetzt schon drauf. Na sag mal, kann man einfach durchgehen oder was? Nee. Nee, das funktioniert so auch nicht. Das ist schon interessant. Ha. Tja, Freunde, hier haben wir, glaube ich, ein kleines Problem. Oh nee, ich habe ein kleines Problem. Ich komme hier nicht drüber. Hä? Ja, was soll das denn? Kann man auch sowas wie einen halbhohen Sprung machen? Das ist der ganz hohe Sprung. Müssen wir einen halbhohen Sprung machen oder was? Nee, das war nicht gut. Sanfter springen. Okay. Nein! Oh. Super. Part der Schnitte. Und da sind wir wieder in Stage 19, nachdem wir ja diesen Warp-Block Block angedotzt haben. Und ich habe ja gesagt, dass wir auf jeden Fall nicht weiterspielen, wenn wir eben so einen blöden Warp-Block andotzen. Sondern dass wir dann in dem Level weitermachen, wo wir gerade herkommen. Jetzt werde ich aber ein bisschen vorsichtig sein hier. Nicht, dass mir das nochmal passiert. Aber wie kriegen wir das schon hin? So. Schon? Nee, Jana. Sollst ein bisschen softer springen und nicht zu soft? Denn da ist ein ganz fieser Warp-Block. Nein, das war nix. Das war zu soft. Jetzt haben wir's. Puh. Aber noch ist nicht aller Tag, aller Abend, aller Tag, was auch immer. Ja, ihr mich auch. Jetzt kommt hier wieder so eine Scheißstelle. Das können wir gleich jetzt noch ein paar Mal üben, damit es auch wirklich sitzt. Ist das eine miese Stelle? Nee, das geht so nicht. Ich muss auf jeden Fall Anlauf nehmen. Ich muss zweimal diesen scheiß Jump machen. So. Mist. Ihr seid doch behämmerter. Ihr seid doch behämmerter, seid ihr doch. Das ist mies. Naja, eine dezente Überlänge, ne, Freunde. Das ist okay. Na? Das ist schon mies. Das ist schon mies. Da muss man ja
Laufen, jumpen, jumpen, jumpen. Also das habe ich leichter in Erinnerung. Wow. Alter, ist das ein Scheiß hier. So. Da war ich schon froh, an diesen scheiß Piranhas vorbeizukommen. Und dann kommt so eine mistige Stelle. Boah. Meine Fresse. Ich glaube, da werde ich mir mal das Let's Play vom guten Dadoschen mal reinziehen. Er hat ja auch die Amiga-Version Let's Played, allerdings jetzt nicht die SE-Version. So. Ach, das ist eine nervige Stelle. Oh Gott. Aber eigentlich will ich es ja nicht überspringen. Es ist nur, weil es mir jetzt zu schwer wird, dann fängt man immer wieder an und dann... Ich könnte, aber ich würde jetzt nicht wollen. Es geht mir so dermaßen auf den Sack. Naja, gut. Dann würde ich sagen, ich probiere es im nächsten Part nochmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ist das eine Scheißstelle, Dorsten? Wie gesagt, also auf dem C64 hatte ich die auch so nicht in Erinnerung. Da war es um einiges einfacher. Jesus. Ist nicht gut. Sie ist schaffbar, ja. Nur man muss wollen. Wo es jetzt probiere ich es nicht. Ja, es ist echt so skillig springen, ja, so gut wie möglich. So, geht ja gleich weiter. 40 Sekunden. So, komm schon. 20 Sekunden noch und dann geht's weiter. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Paar Giant Sisters Special Edition. Und wir hängen hier gerade so ein bisschen in Stage 19. Haben wir ja so ein bisschen Probleme mit diesen scheiß Sprüngen. Aber irgendwie werden wir das hier schon gebacken kriegen. Sollte ich das jetzt in diesem Part jetzt hier nicht auf der Reihe kriegen mit dem Scheiß hier, werde ich dieses Level auf jeden Fall skippen. So, das ist Mist. Also zumindest hätten sie die Decke höher setzen können. Das ist einfach nur Käsekuchen hier. Muss ja immer sachlich und höflich bleiben, ne? So. Scheiße. Ah, sagt man nicht, geht die Bildung im Arsch. So, kriegen wir schon irgendwie hin hier. Und... Oh mein Gott. Nein, ich werde nicht skippen. Ich will nicht. So, einmal. Mist. Ich glaube, da war ich echt zu früh. Und ich sehe schon kommen, dass ich dann, wenn ich es dann geschafft habe, wieder gegen irgendeinen scheiß Warp-Block dotze,
und dann keine Ahnung wohin teleportiert werde, wo ich nicht hin will. Oh, es ist ätzend. Boah. Oh, es ist scheiße. So. Na? Nein. Mist. Mann. Das ist doch scheiße. Ich drücke ja den Sprungknopf schon kaum durch. Besser gesagt, man muss ja zum Springen nach oben lenken. An sich habe ich auch so nicht die Probleme damit, aber das ist ja echt scheiße. Boah. Gut, es ist hier kein Boss-Level, also... Boah, es ist ätzend. Immer diese... Oh, scheiße hier. Jo, der langweiligste Gianna Sisters SE-Part seit Menschengedenken, wenn Basti versucht, hier über diese scheiß Flamme zu kommen. Jetzt muss ich nochmal wirklich gucken, wie lange ich das jetzt so wirklich noch probiere. Ansonsten wäre ich es. Also ich werde doch skippen, Leute. Komm, ich bin eine Muschi. Ich skippe. Stage 20, Freunde. Ach du Kacke. Hä? Okay. So. Das ist mir jetzt zu blöd mit dem Gesprenge. Ich möchte euch was zeigen und möchte nicht die ganze Zeit nur... Ja, nee. Weiter geht's hier. Aber vielleicht lege ich den Level nochmal hinten dran. Dass wir den dann noch zur Komplettierung dann doch nochmal haben. Merke ich mir mal, 19. So, und dort. Na gut, das habe ich jetzt verdient. Das habe ich jetzt verdient. So, weiter geht's. Das war aber auch abfällig, der Kommentar, oder? Na gut, okay, komm, weiter geht's. So. Gibt es höchstens keine so mega fiesen Sprünge. So. Vielleicht 500 Dislikes, weil ich geskippt habe. Nein, das könnt ihr mir nicht verübeln. So. Macht selber. So. Hey, ich bin draufgesprungen. So. Komm schon, Gianna. Jumping. Jack. Flash. Ich war wieder nicht schnell genug. Aber ich, also 19, das war nur wirklich mies, das da mit den Tonnen da, mit dem Feuer, dachte ich so, ey, hallo, das geht gar nicht, ne. Das ist schon, genauso wie hier, das ist eigentlich mies, ich springe auf beide drauf, aber trotzdem können sie mich bashen. Hm. Unlogisch. Macht's mir den Eindruck, dass diese Version hier schwerer ist als, also auf jeden Fall schwerer ist als die C64 Originalversion. So. Komm schon. Ach, Mann. Ich bin wieder viel zu vorschnell. Kein Checkpoint. Jetzt
Jetzt bin ich aber enttäuscht. So. So. Na gut, ein Checkpoint bei der Levelgröße. Komm schon! Ach, gibt's da nicht. Gibt's da nicht. So. Und jump. Und jump. Das ist echt so Millimeterarbeit mit diesem... Uiuiui. Uiuiui. Ach nee, jetzt hat sie mich mal erwischt. Kleine Ratte, die. So. Und zack. So. Ey, was soll das jetzt? Zack. Zack. Ach. Na, was ist ja mit der Hitbox? Passen. So. Jetzt konzentrieren. Wir wollen hier mal durchkommen. So, Stinkstiefel. Nein! Oh, nein, 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 nein! Ach, warum kann man bloß nicht bei Giana's Sister vernünftig springen, also mit dem Button? Das würde die Sache um einiges erleichtern. Aber da muss man dann sehen, dass man dann da diese Pixel-Ecken da hochkraxelt. Okay. Ich weiß schon, wie ich diesen Part nenne. Fails, fails, fails. Ja, das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen. So, jetzt aber. Habe ich wahrscheinlich wieder vergessen, bis ich das nächste Mal dann, bis ich die Dinge überhaupt schneide. Komm schon! Oh, es ist doch nicht wahr! Es ist doch nicht wahr! Es ist doch nicht wahr! Was macht ihr nur mit mir hier? Na? Ihr bösen, bösen. Naja, kann man eigentlich sagen. Hackersteller, ne? Im Grunde genommen ist es ja ein Hack, da es ja keine offizielle Version ist. Wir haben's. Wir haben's geschafft. Grandios. Stage 21. Mal gucken, wie viele fiese Warblöcke jetzt noch kommen. Na, mal wieder jede Menge Eulen. Scheiße. Achso, dann müsste ich denn hier rauf. So, machen wir es so. Oh, jede Menge Feuerscheiße. Und, na klar, na klar. Alter Walter. Das zieht. Hoffentlich kriege ich immer was Vernünftiges. Puh. So. Und zack.
schon. Hey! Nein! Hat's uns doch geröstet. Bei aller Vorsicht. Aber doch wurden wir am Ende zu Hackfleisch verarbeitet. Roasted Gianna. Yummy! Die Braut ist auch schon alt. So. Na, komm schon. Boah, ist das ein... Ist das ja ein Pixel-Jumper? Aber wir haben es geschafft. Oh, Gott sei Dank. Und ist da das Ziel? Ist da das Ziel? Wir wollen das Ziel. Ja, da ist das Ziel. Wir haben es geschafft. Gott sei Dank. Hey, schon Stage 22, Freunde. Gehen wir ja langsam oder langsam, aber sicher Richtung Finale, ne? Schon. Na, das ist doch was. So, dann haben wir das. Dann haben wir das. So, 33 Stage, 32 oder 33 Stages sind's. So. Hier haben wir ein kleines Labyrinth. Okidoki. Autsch! Aber warum soll es leichter werden, ne? Aber es ist jetzt nicht so dramatisch. Nicht so wie diese eine scheiß Feuerstelle da. Ey, nee. Nee, nee, nee. War nicht gut. So. Ja. Wie sagt Dorsch schon immer, das ist ein Fuckbug? So, und durch. Jetzt läuft es erstmal wieder. Und ich habe irgendwie eine totale Unlust, hier zu springen. Ach so, okay, danke, 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 danke. Ah, oh. Aber da sehe ich einen Pixel, den können wir nutzen. Autsch! Ich möchte wetten, da oben ist eine Warp Zone. Aber die wollen wir ja nicht. Unten lang dann, ha? Genauso. Jetzt kommen bestimmt noch ein paar Hummeln. Nein, so gemein sind sie noch nicht. Na, ich merke und staune. Käferchen, danke. So, Stage 23. Merke ich mir mal vorsichtshalber, falls ich hier wieder in so einen Warblock komme. Da haben wir das auch. 24. Jetzt metert es sich. Was hier so für Gemeinheiten auf uns warten. Oder Piranhas, das ist doch klar. Okay. Aufpassen. Be careful, Basti. Be careful. Mach dir nicht in die Hosen. Und weg hier, weg, 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 weg. So. Geschafft, Freunde. Ah, jetzt läuft es erstmal wieder. Gott sei Dank. So, sieht er danach aus, dass das hier der vorletzte Part wird? Ui, 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 ui.
Drop. Diamonds, danke. Oh, Jump. So, sehr gut. Das flutscht, das flutscht, das flutscht. Jetzt sind wir schon 26, das muss ich echt überlegen. Je nachdem, wie wir jetzt durchkommen, weiß ich nicht. Machen wir dann überhaupt noch einen Part? Oder machen wir den dafür länger? Ich weiß nicht. Schreibt es mir in die Kommis. Haha, es war ein Witz. Nein. Bis ihr das schreiben könnt, ist das Ding schon komplett im Kasten. Ah. Und da hat es mich hingerafft. So. Aber wie gesagt, also mein Lob an den Hackersteller. Es ist wirklich wunderschön geworden. Die Sprites sind super. Gefällt mir richtig nice. So. Zack. Ich denke, wir machen jetzt noch dieses Level hier und dann werden wir auch schon wieder den Part beenden. Sind wir schon wieder lang genug, sind wir wieder bei den magischen 20 Minuten. Und zack. Jump, jump, jump. Ja, hier verlangt man immer mehr Pixel-Jumps, ne? Geschafft? Haben wir es geschafft? Wir haben es geschafft. Klasse Sache. Und im nächsten Part sehen wir uns wieder in Stage 27 und ich denke mal, dann gehen wir auch in Richtung Finale. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.